Laut Fußball Dauernd News haben Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt Interesse an einem Spieler, der in der zweiten Bundesliga herausragt und für Aufregung in den Medien sorgt. Es handelt sich um Kan Uçun vom Nürnberg, der entscheidend für das Team ist und in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt und 3 weitere Vorlagen geleistet hat. Mit nur 18 Jahren sticht Kan Uçun bereits in der zweiten deutschen Liga heraus. Und sein Talent zieht die Aufmerksamkeit großer Vereine auf sich. Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Borussia Dortmund haben ein Auge auf ihn geworfen. Und es könnte auch Interesse von anderen Teams geben. Im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz, zu der Brighton and Hove Albion, der FC Fulham, Newcastle United und Inter Mailand gehören, hätte Borussia Dortmund einen Vorteil. Aber auch Eintracht Frankfurt, wo Uçuns Kollege aus Nürnberg, Nathaniel Brown, bald arbeiten wird, kann das Bundesliga-Argument für sich beanspruchen. Obwohl der 18-jährige Junge möglicherweise eine Ausstiegsklausel für nächsten Sommer haben könnte, will Dortmund wahrscheinlich früher handeln. Die deutschen Vereine müssten 9 Millionen Euro auf den Tisch legen, während die ausländischen einen weiteren Millionenbetrag benötigen würden. Der Plan des BVB ist es, bereits im Februar eine Einigung mit dem Verein und dem Spieler zu erzielen, wenn der Preis noch höher sein könnte. Es wird auch gesagt, dass Uçun lieber in Deutschland bleiben möchte, obwohl er viele Interessenten hat. Vereine wie Brighton and Hove Albion, Newcastle United, Inter Mailand und Sevilla FC haben ein Auge auf ihn geworfen, so die Medienberichte. Eintracht Frankfurt Fans, teilt eure Meinung in den Kommentaren und vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Ich melde mich jederzeit mit weiteren Neuigkeiten von unserer Eintracht Frankfurt zurück.